Lage für die Bauern wird langsam brenzlig. Während andere die Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke im Biergarten oder am Baggerweiher genießen, drohen ihnen massive Ernteausfälle. Bauernpräsident Ruckwied fordert bereits Hilfen aus Staatsmitteln, um den Bauern unter die Arme zu greifen. Das ist auch verständlich, immerhin stehen die Bauern von mehreren Seiten unter Druck. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner indessen bremst. Auch sie hat recht. Zum einen wären zunächst auch mal die Länder in der Pflicht, zum anderen kann es Hilfen aus der Tasche der Steuerzahler nur dann geben, wenn andere Möglichkeiten versagen und vor allem, wenn objektive Daten vorliegen. Klöckner verweist dabei auf den Erntebericht Ende August. Hilfen kann es nämlich nicht nur dann geben, wenn es einfach mal schwierig wird. Die Ernteausfälle müssen massiv sein und sie müssen nationales Ausmaß erreichen. Daran hat Klöckner noch ihre Zweifel. Hilfen für die Landwirte kann es geben, gar keine Frage. Doch sollte es doch möglich sein, noch bis August zu warten, um dann auf Grundlage von objektiven Daten wirklich entscheiden zu können.